Hallo, Urheberrechtsverletzungen am laufenden Meter findet man auf YouTube und vielen anderen Social Websites. Ein ausführliches Video zum Thema Urheberrecht und der Ausnahme Privatkopie haben wir schon vor längerer Zeit online gestellt. Insoweit verweisen wir für tiefergehende Informationen einfach auf dieses Video und kommen dafür jetzt hier direkt zur Sache. Die Quintessenz aus dem Video Urheberrecht und Privatkopie war, dass Sie keine urheberrechtlich geschützten Werke im Internet anbieten dürfen. Ich nehme mal an, dass sich das inzwischen rumgesprochen hat und dass Sie deswegen nicht Ihre komplette MP3-Sammlung über zum Beispiel Emule oder ein anderes P2P-Programm im Internet anbieten. Nun, der Punkt, auf den ich jetzt hier allerdings hinaus will, ist nicht das Offensichtliche, dass Sie Videos oder Musik in Ihrem Video hochladen, sondern ein anderer Inhalt, den Sie wahrscheinlich ebenfalls hochgeladen haben auf YouTube oder einem anderen Social Network. Ich zeige jetzt hier einfach mal ein paar Beispiele und Sie sagen mir, was denn hier das Problem ist. Ich mache es mir jetzt mal einfach und rufe einfach mal die Liste unserer Abonnenten auf. Haben wir jetzt hier mal eine kleine Übersicht und ich zeige jetzt mal mit dem Mauszeiger nur auf diejenigen, die zweifellos fragwürdig sind. Haben wir hier direkt mal das Logo der Bild-Zeitung. Dann haben wir hier noch einen Avatar. Ich weiß zwar nicht, wo die herkommen, die werden aber relativ oft benutzt. Insoweit gehe ich mal davon aus, dass hier ein einfaches Copy und Paste stattgefunden hat. Dann haben wir das Logo von Renault. Was haben wir sonst noch? Hier der Kollege, keine Ahnung, wo der herkommt, sieht mir allerdings aus wie ein Vertreter von den Simpsons. Klicken wir mal eine Seite weiter. Was haben wir jetzt hier? Ich würde mal sagen, die Hand. Das Logo von Rover, der Automarke. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Hier haben wir auch wieder diesen Avatar. Rover gehört ja zu BMW. Was haben wir jetzt hier? Was scheint mir das Red Bull-Logo zu sein, auch wenn es nur zweifarbig ist. Dann haben wir hier auch jemanden. Bei den Profilbildern, bei denen ich jetzt hier nichts sage, muss nicht sein, dass die absolut zweifelsfrei sind. Nur weil ich das auf die Schnelle nicht erkenne. Das hier, urheberrechtlich geschützt. Das Logo von den Ghostbusters. Also kenne ich wenigstens noch. Dann haben wir hier Matrix und Neo. Ja, hier haben wir mal Windows und Apple. Das fällt allerdings nicht in die Kategorie. Jedenfalls nicht direkt. Nur indirekt komme ich gleich noch zu. Haben wir hier Axe für Transpirationsprobleme. Naja, ich nehme mal an, inzwischen ist klar, worauf ich hinaus möchte. Wir haben hier Profilbilder, die urheberrechtlich geschützt sind. Wenn Sie sich jetzt fragen, wieso so ein kleines Bild gegen das Urheberrecht verstoßen kann, dann ist die Lösung, schauen Sie in das entsprechende Gesetz. Denn der Punkt, der hier von Bedeutung ist, ist, dass der urheberrechtliche Anspruch nicht auf eine bestimmte Größe beschränkt ist. Also nur weil ein geschütztes Bild, ein Logo oder ein Charakter sehr klein ist, ist er trotzdem nach deutschem Recht, das Ganze gilt also streng genommen auch nur für Deutschland, urheberrechtlich geschützt. Das gleiche natürlich bei einem Kinofilm. Auch ein Screenshot aus einem Film unterliegt ganz klar dem Urheberrecht und darf deswegen von Ihnen nicht zum Download angeboten werden. Und genau das tun Sie, wenn Sie das Bild hier so anbieten, denn jeder kann es runterladen, auch wenn Sie natürlich nicht die Absicht hatten, das hier so in der Form zu veröffentlichen. Insoweit ist also klar, dass jeder, der ein nicht eigenes Bild im Profil nutzt, nicht nur auf YouTube, sondern natürlich auch auf Facebook und jedem anderen Social Network, sich damit gleichzeitig zu einer potenziellen Zielscheibe macht. Dass Sie abgemahnt werden können, also was kostet Sie ca. 1500 Euro, heißt nicht, dass Sie auch abgemahnt werden. Die Gefahr liegt also nicht bei 100%. Abgemahnt werden können Sie sowieso nur in Anführungsstrichen vom Rechteinhaber, also nicht von jedem. Es ist nicht sehr wahrscheinlich. Allerdings, das heißt nicht, dass es nicht auch ein paar total durchgeknallte Spinner gibt, die sich Rechte kaufen, um dann andere abzumahnen. Ein Beispiel: Ich bin ein total zugeknallter Spinner, also nicht in echt, sondern nur angenommen. Und ich erwerbe das Recht an der Online-Nutzung, zum Beispiel vom Bild Kermit der Frosch. Sie wissen schon, der Typ, der immer grün war und aussah, als wenn ihm sein Team gerade einen Cola-Einlauf verpasst hätte.
Nachdem ich das Recht also habe, suche ich die Social Networks ab und mahne die entsprechenden Nutzer der Reihe nach ab. Ist eine einfache Rechnung. Umgekehrt macht sie natürlich noch mehr Sinn. Erst suchen, was oft benutzt wird. Dann, wenn ich zum Beispiel 100 potenzielle Opfer gefunden habe, besorge ich mir das Recht, vorausgesetzt es ist nicht zu teuer, und dann wird halt abgemahnt. Ich weiß, dass Sie jetzt eventuell sagen, dass das niemand macht, aber es gab auch Anwälte, die Kinder abgemahnt haben. Insoweit doch, es gibt alles. Deswegen müssen Sie sich zwar jetzt nicht sofort hinter den nächsten Zug schmeißen, wie gesagt, es ist nicht wahrscheinlich, aber es ist auch nicht auszuschließen. Wesentlich wahrscheinlicher ist dagegen schon die Variante, dass Sie ein Profilbild nutzen und Ihr Auftreten dem Rechteinhaber nicht wirklich gefällt. Zum Beispiel, wenn Sie als Profilbild das Logo von BMW nutzen und mit Ihren Kommentaren und anderen Äußerungen auf der entsprechenden Social Website fallen Sie halt so negativ auf, dass BMW Sorge hat, dass dieses asoziale Verhalten von vielen Nutzern auf die Marke assoziiert wird. So nach dem Motto, mit BMWs, da fahren ja nur Assis in der Gegend herum. Also hier wird dann, vorausgesetzt das Verhalten und die Nutzung wird dem Rechteinhaber natürlich bekannt, die Gefahr einer Abmahnung durchaus realistisch. Zu toppen ist die Gefahr dann nur noch, wenn YouTuber es darauf anlegen, dass man sie Bitch slappt. Das geht dann oftmals auch noch einher mit ausgeprägter Legasthenie. Hier mal ein gutes Beispiel, wenn alles zusammenkommt. Manchmal passt es halt zu gut, wenn man gerade ein Video in der Planung hat und ein YouTuber liefert genau das Argument, was man noch braucht. Hier jetzt mal als Beispiel YouTuber Tu Renes Maestro, so interpretiere ich das jetzt mal, benutzt als Profilbild das Bild eines anderen Channels. Und dieses Profilbild ist natürlich ganz klar urheberrechtlich geschützt bei dem anderen Channel. Dass er da jetzt nur voll kreativ den Strich durchgemacht hat, streng genommen sind es zwei Striche, ändert natürlich rein gar nichts an dem Urheberschutz für das entsprechende Originalbild. Und wie gesagt, ausgeprägte Legasthenie geht da immer einher. Er wollte wahrscheinlich Schwabe schreiben, aber wir sind keine Schwaben, wir kommen aus dem Rheinland. Insoweit, Schwabe wird nicht so geschrieben. Insoweit kann man das hier natürlich wirklich interpretieren als einen Versuch, dass man geradezu eine Abreibung haben möchte. Hier ganz einfach, da wird alles passen. Insoweit für Sie ganz sinnvoll, dass Sie da auf jeden Fall aufpassen, dass diese Gefahr besteht. Wie gesagt, in den normalen Fällen nicht und wenn Sie eben nicht durch negative Kommentare auffallen, dann ist da wahrscheinlich auch wirklich nicht mit irgendwas zu rechnen. Aber es gibt halt immer Durchgeknallte, wir müssen es wissen. Okay.